Guten Tag. Ich muss wirklich jetzt endlich mal aufhören, über Skorpione zu reden, weil wir haben schon Schütze jetzt im Kalender. Und deswegen muss ich damit aufhören. Aber heute möchte ich nur kurz erwähnen, weil ich so viele Briefe bekommen habe von Menschen, die schreiben, Mann, wann kommt Schütze? Schütze hat schon angefangen. Da habe ich gestern 10 Briefe bekommen von anderen Menschen, die mit Skorpionen leben, vor allem Frauen. Die kommen mit Skorpionen überhaupt nicht zurecht. Und viele Frauen haben mir Briefe geschrieben. Was soll ich machen? Kannst du mir helfen? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Meine Beziehung ist in einem desolaten Zustand. Hilf mir. Ja, eine Frau schreibt hier. Ein Skorpion, der glaubt, dass man sich über ihn lustig macht, kann ungeheuer schwierig werden. Sein Stolz lässt sowas nicht zu. Ja, das ist klar. Eine andere Frau schreibt, eifersüchtig wird er immer bleiben. Auch seine Vorstellung, dass er Vorrechte hat, wird er nicht aufgeben. Er darf flirten. Kann Affären haben, darf alles, was er will, aber der andere nicht, denn der gehört ihm. Ja, ich habe gesagt, dass das bei Skorpionen so ist, dass Skorpione immer sehr besitzgierig sind, Fische auch und Krebse auch. Und deswegen, damit muss man leben, der Skorpion darf alles, aber du nicht. Und eine Frau schreibt, wer neben ihm Affären haben will, muss extrem diskret sein, denn diesem Mann fällt es schwer, einen Treuebruch zu verzeihen. Schlimmeres kann man einem Skorpion nicht antun. Ja, das ist halt leider so. Davon habe ich schon hier oft gesprochen, dass Skorpion Rechte haben will. Und gerade Skorpione, die mit Frauen leben, haben viele Probleme, weil Frauen wollen die Männer verändern. Andere Sternzeichen würden sich vielleicht darauf einlassen und sagen, ja, okay, gucken wir mal, sprechen wir darüber. Aber Skorpion überhaupt nicht. Skorpion will Rechte haben, Vorrechte haben. Man kann Skorpion nicht verändern und die Frauen wollen die Menschen, also die Männer verändern. Die Frauen gehen da zu H&M und zu Zara und wählen irgendwelche Unterhose aus und der Mann muss diese Unterhose tragen. Er darf nicht diese Unterhose tragen, die er sich ausgesucht hat. Und du musst Klodeckel zumachen und nicht aufhaben. Klopapier muss nach vorne und nicht nach hinten gerollt werden. Also es gibt viele, viele Sachen. Die Frauen wollen auch, dass du denen Komplimente machst, dass du die liebst und Blumen bringst und hofierst und sagst, du bist die Schönste, du bist die Größte. Aber Skorpion will das auch. Und deswegen ist das so schwierig, wenn man mit einem Skorpion zusammenlebt. Deswegen die Frauen, die Skorpione verändern wollen, die haben da vor allem schlechte Chancen. Aber das ist Skorpion. Schütze ist eine geheimnisvolle Gestalt aus halb Mensch, halb Pferd mit einem Pfeil auf ein fernes Ziel. Manchmal allerdings lässt sich der Schütze vom Ziel ablenken, bis er eine neue Beute erblickt. Ich finde, das ist eine sehr gute Beschreibung für einen Schützen. Darüber werde ich jetzt ein paar Tage reden. Aber so wie ich sehe, heute ist leider meine Zeit schon wieder zu Ende.